Für mich in dem Weg, wie treibt man Dinge vorwärts oder was erfüllt einen persönlich dabei, für mich war es das kreative Handwerk. So, ich habe mich selber gefreut, wenn ich halt wieder mal vielleicht eine tolle Frisur oder vielleicht das erste Mal einen Lockenwickler auf den Kopf gebracht habe. Das sind die kleinen Erfolgserlebnisse und ich glaube, gerade die kleinen Erfolgserlebnisse muss man wahrnehmen, um sich Stufe für Stufe auch vorzuarbeiten. Und man muss sich auch wirklich eines wirklich auch sagen, okay, es sind die kleinen Erfolge, die zum großen Erfolg führt. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz was Wichtiges. Und das wird uns heute, glaube ich, auch über Castingshows und so weiter sehr viel oft vermittelt, dass man sehr schnell von 0 auf 100 kommt. Das kann funktionieren, aber ich würde mal sagen, das ist ein Promilleanteil. Der Großteil, das ist so, dass die kleinen erfolgreichen Schritte in der Summe zum großen Erfolg führen. Und da gehört eine Kontinuität, eine Selbsttreue und auch eine an dem, was man macht, eine Freude, was man macht, glaube ich, dran. Ein Feuer, das brennen muss im Herzen.